Willkommen zurück am gemütlichen Lagerfeuer. Ja, Wrath of the Lich King Classic. Wir warten aufs Addon. Es ist Aufnahmezeitpunkt der 26. September. Ihr seht es oben rechts. 23:24 Uhr. Mal sehen, wann es losgeht. Zu The Burning Crusade Classic ging es da, glaube ich, auch irgendwie eine Viertelstunde eher los oder so. Mal sehen. Ja, wo befinden wir uns hier überhaupt? Am Namen könnt ihr schon sehen, in den Nederschwingminen. Und ihr seht hier rechts auch meine Questliste vom Questy. Ich kann auch mal das Questlog noch aufmachen. Sämtliche Dailies, die wir schnell abgeben können, habe ich hier fertig gemacht. Und zwar fangen wir an, hier unten die Dailies bei Nederschwing abzugeben. Die ganzen Items sind jetzt hier auch weg, komischerweise. Okay. Ja, die Dailies hier unten bei Nederschwingen werde ich abgeben. Danach porten wir uns zurück nach Shadrath. Und in Shadrath angekommen, werde ich ganz kurz hier nach Alerias Feste und Skettis fliegen, die zwei abgeben. Dann in Shadrath die abgeben. Und danach porten wir uns in Richtung. Nicht Nethersturm, in Richtung Quel Danas und haben hier nochmal einen ganzen Schwall an abgebbaren Quests. Wenn wir diese Quests abgegeben haben, sollte das ungefähr ein Drittel vom Level bringen. Mal sehen, ob's funktioniert. Es gab irgendwie schon Kommentare, dass diese Quests wohl keine XP geben sollen, aber ich glaube nicht, dass die das ausgeschalten haben. Und wenn wir dann soweit sind, werden wir uns von der Insel Quel Danas wieder zurückporten nach Shadrath und dann nach Sturmwind eilen. In Sturmwind seht ihr ja jetzt schon den Hafen hier und an dem einen Hafendock, ich glaube hier dieses zweite von oben, da dürfte dann das Schiff starten und uns nach Nordend in die boreanische Tundra bringen, nämlich hier zur Valjansfeste. Da werden wir dann anfangen mit diesen ersten Quests hier. Und je nachdem, wie gut wir vorankommen, können wir dann ja auch in die ersten Instanzen gehen. Das ist der Plan, den ich mir zurechtgelegt habe. Mal sehen, wie lange ich durchhalte. Ich muss ja um 5 wieder aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Von daher, idealerweise wird bis dahin durchgespielt, dann auf Arbeit gegangen und wenn ich wieder zurückkomme, wird weiter gezockt und dann erst ins Bett gegangen. Also erst am morgigen Tag. Mal sehen, wie es läuft. Ich werde das hier so ein bisschen in ein paar Abschnitte einteilen. Das heißt, immer mal ein Video dann daraus formen. Das erste Video wird sich halt mit der Abgabe dieser ganzen Quests befassen und im zweiten Video seht ihr dann, wie wir nach Nordend anlegen und dort unsere ersten Abenteuer beginnen können. Wir warten, wie gesagt, jetzt hier einfach darauf, dass es losgeht und mir wäre es fast passiert bei den ersten Quests, die ich hier gemacht habe, dass ich aus Routine einfach den Questgeber angesprochen hätte und die Quest abgegeben hätte. Das wäre natürlich der Fail des Jahrhunderts gewesen, ist aber zum Glück nicht passiert. Ja, wie gesagt, am besten eignen sich die Nederschwingen-Quests, weil die hier alle ziemlich auf dem Bulk sind. In Shadrath, dazu müsst ihr natürlich viele andere Quests dann auch noch machen. Hier, das passiert übrigens, wenn jemand seine Gestalt irgendwie aus Versehen wegklickt oder so, dann wird er erstmal tierisch verprügelt. Ich hoffe, das macht keiner genau zu dem Zeitpunkt, wenn es losgeht. Ja, und dann warten wir ab, bis es losgeht. Das werden wir daran feststellen, dass wir auf einmal wieder einen Lebenspunktebalken haben. Und dann kann es losgehen. Bis dahin mache ich einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. So, es scheint wohl loszugehen. Wir müssen mal kurz reloggen, wurde gesagt. Und dann hat man wohl den XP-Balken 10 Minuten vorher. Ich relogge mal.
Und mal sehen. Hier scheinen nämlich die ersten schon abzugeben. Wir werden es ja gleich sehen. Oh, vielleicht war das Relocken hier nicht so gut. Wenn wir wieder als Mensch erscheinen. Oder wir fliegen jetzt gleich raus. Das war mir fast klar. Jetzt muss ich hier kurz rauslaufen. Damit ich wieder einen Ork werde. So. Der XP-Balken ist da. Wir können die Quest abgeben. Los geht's. Mal gucken, wie viel die so geben. 15.000. Alles klar. So. Auf ins Add-on. Wir sind, wie ihr seht, auch schon in der Gruppe. Das heißt, wir können hier dann Innis grinden. Aber zunächst heißt es Quests abgeben. Und ihr werdet gleich sehen, wie viel das insgesamt bringt. Boah, hier ist alles voll. Das ist doch wieder ein Feeling, ne? So. Die Quests abgeben. Die Quests abgeben. Jetzt sind wir sogar noch respektvoll geworden bei Netherschwing. So, die Quest abgegeben. Die Quest abgegeben. Hier vorne ist noch eine Quest. Bei dem einen. Und dann benutzen wir gleich unseren Ruhestein. So, auf der Netherschwing-Scherbe haben wir alles. Ruhestein nach Shadrath. Jetzt geht's hier richtig ab. Ja, mal sehen, wie wird das Video technisch machen. Wahrscheinlich kommt jetzt fast nur noch Wrath of the Lich King Content. So, mal sehen, ob unser Char auch da ist. Genau. So, okay. Dann gebe ich hier mal das ganze Zeugs in Shadrath ab. Und hoffe, dass ich hier auch genügend Erfahrungspunkte abstauben kann für die ganzen Quests. Arkenon Poros. Oh, die gab nur 9.500, okay. Da sind wohl manche, die etwas weniger geben. Unsere Feinde werden fallen. So, die Kochquest, mal sehen, was die gibt. Die gibt wieder 12.000, interessant. So, müssen dann natürlich das Inventar trotzdem nochmal aufräumen. So, wo haben wir ihn hier? Die Naru haben uns nicht vergessen. Der bringt auch nur 9.000. Okay. Ich fliege kurz runter nach Skettis. Hier in Shadrath haben wir ja alles abgegeben. Genau. Kurz runter nach Skettis, um die... Und Alerias Feste, um diese beiden Quests abzugeben. Während wir hier auf dem Flug sind, können wir das Zeugs hier... rausnehmen. Das können wir dann alles schnell verkaufen und das Inventar leeren. Ja, das heißt, wir starten ins Add-on. Und ich denke, wir werden dann Dings gehen. In, ja, sagt's mal. In den Nexus. Ich werde dann auch ins Discord rein. Und ja, das werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video dann erfahren, wie wir uns hier im Nexus schlagen werden. Die hat sogar wieder 12.000 gebracht. So, dann geht's hier oben nach Skettis. Und dann wieder zurück nach Shadrath. Das ist das Einzige, wo es so ein bisschen stockt, dass ich hier nochmal hinfliege. Das lohnt sich übrigens nur, wenn ihr auch ein schnelles Flugmount schon habt. Ansonsten dauert das hier viel zu lange. Wie geht's? Denke ich mal. Seid auf der So, ab nach Shadrath wieder. Und dann geht's rein zur Insel. Und wie sieht es hier aus? Die sind im Hafen von Sturmwind. Alles klar. Ja, wir gehen dann hier schön mit einer Melee-Gruppe und Pala-Heiler rein.
Da kann der richtig Feuer geben in der Instanz. Ja, gedacht habe ich mir das so, dass wir halt jetzt Fokus wirklich auf Wrath of the Lich King geben. Ich werde trotzdem noch die letzten Videos von Hearthstone mit reinnehmen, von den letzten heroischen Bossen. So, ich fliege auch richtig her. Werde ich mit reinnehmen. Und des Weiteren läuft auch unser Motorsportmanager bzw. They Are Billions weiter. Aber von den ganzen anderen Videos, die wir jetzt immer hatten, also Droide, Schurke und so weiter, die pausieren erstmal. Ihr könnt ja immer noch in die Kommentare reinschreiben, welchen Char wollt ihr denn gern sehen als zweiten Char, bei dem wir ja, als bei dem wir dann die Quests eben machen werden. So, jetzt wird es nochmal interessant bei der Insel. Weil mit dem DK kann es sein, dass wir gerade beim Levelprozess ziemlich viel, ja, ich würde nicht sagen skippen, aber halt sehr viel durcheinander passieren wird, weil ich ja schnell hochleveln möchte. Und deswegen macht Nehmt es euer vielleicht Sinn, Anliegen. mit einem Zweitchart dann die Quest nochmal in Ruhe Totalen Widersacher sich zu geben. Der Legion. Und da könnt ihr bestimmen, wer es sein Nehmt euer soll. Anliegen. Beziehungsweise einen Droiden Bleibt werden wir auf auf jeden Fall als zweites machen, weil ich ja Erze und Kräuter farmen will. Aber dann habt ihr die freie Auswahl zwischen Hexer, Hunter oder Schurke. Alle drei Chars sind Level 70 und Ehre den von Sindoran. daher startbereit für Wrath of the Lich King. Lebt wohl. So, hier haben wir nochmal so einen Teil. Bereiten erstmal hier rüber. Ja, es fängt schon ein Stück wieder an mit Lecken, ne? Aber es sind halt auch massig Spieler gerade hier drauf. Trotz Facings. Guckt allein die Horde-Spieler an, die hier rumwuseln. Das Glück sei mit euch. Gute Gesundheit. Übrigens, hier den Ruf habe ich schon auf ehrfürchtig hochgebracht. Das ist mit der einfachste Ruf, den ihr hochbringen könnt. Ist auch nicht schlecht, weil dann gibt es hier nochmal so ein Schmuckstück. Also ein Schmuckstück, ein Halsteil. Kann man gerne mitnehmen. So, und dann sind es hier die letzten sechs Quests, die wir jetzt abgeben. Ein Drittel schaffen wir nicht ganz, aber wahrscheinlich vier Balken. Würde ich mal schätzen. Die dürften drin sein. So. Gute Der hier oben. Der gibt gar kein Gold. Ja, krass. Der hat auch immer Gold gegeben. Das ist schon abgestellt. Unsere Feinde werden fallen. Die Der Gerechtigkeit hat wird wieder Gold gegeben. Die geben natürlich jetzt alle weniger Gold. Das ist klar, weil sie halt Erfahrungspunkte geben. Ne? Normal werden ja deine Erfahrungspunkte dann in Gold umgewandelt, wenn du Max-Level bist. So, wo steht sie? Hier steht sie. Finden, was wir suchen. So. Die Quest. Und dann, hier nehmen wir das mit. Jetzt können wir nämlich gleich nochmal verkaufen. Das, was wir nicht mehr brauchen. So. Und dann noch die letzte Quest hier auf dem Schiff. Und dann haben wir alles abgegeben. Es scheint aber Schwierigkeiten zu geben. Einer befindet sich auf dem großen Meer, die anderen immer noch in Sturmwind. Vielleicht hängen die Die Leute da. finsteren Zeiten Das werden werden wir dann vorübergehen. gleich erfahren. So, wir haben alle Quests, alle täglichen Quests abgegeben. Jetzt geht es erstmal wieder Richtung Shadrat und dann nach SW. Ja, und damit endet die erste Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es dann wirklich in Richtung Wrath of the Lich King geht. So, erstmal hier nach SW. Die gehen alle nach IF, ich gehe nach SW. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.